In diesem Experiment möchte ich etwas zu diesem schönen Gerät hier erzählen. Das hier, wenn das mal besser an die Kamera hält, hier sieht man eine Skala von 0 bis minus 40 Grad, ganz hier oben. Und das ist ein, Frostschutzprüfer für Scheibenwaschanlagen. Dazu habe ich hier zwei Flüssigkeiten vorbereitet. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, wofür brauche ich das überhaupt oder warum muss ich da überhaupt den Frostschutz überprüfen? Es gibt natürlich Leute, die ein ganzes Jahr über mit dem gleichen Mittel in der Scheibenwaschanlage fahren. Die werden das hier vermutlich nie brauchen. Normalerweise hat man, so wie es Sommer- und Winterreifen gibt, hat man auch zwei verschiedene Mittel für die Scheibenwaschanlage. Und zwar sind die Anforderungen halt im Sommer eine andere als im Winter. Im Winter, ja gut, ist einleuchtend, möchte man natürlich, darf das nicht gefrieren, dafür der Frostschutz. Man möchte die Scheibe eisfrei halten. Und im Sommer, da hat man halt viel mit Insekten zu tun. Und die Insekten müssen dann entsprechend gelöst werden, sodass man eine klare Sicht hat. Und daher gibt es tatsächlich für den Sommer, das ist hier das so leicht rötlich eingefärbte und für den Winter, das ist hier das so leicht bläulich eingefärbte verschiedene Flüssigkeiten, die man da entsprechend in die Scheibenwaschanlage geben kann. So, und jetzt ist natürlich das Problem. Mischen ist natürlich blöd. Im Idealfall ist die Scheibenwaschanlage leer, wobei das natürlich nur bedingt klappt. Selbst wenn da nichts mehr drin ist, in den Schläuchen und so weiter, ist ja auch immer noch irgendwas drin, da muss man dann dran denken, dass man, besonders wenn man dann auf Winter umstellt, das entsprechend dann auch sozusagen rauspustet und das praktisch ein bisschen durchspült. Hiermit kann ich jetzt im Prinzip überprüfen, wie viel Frostschutzmittel drin ist. Was ist Frostschutzmittel? Naja, eigentlich ganz einfach. Materialien oder halt Flüssigkeiten in diesem Fall, die halt nicht bei 0 Grad frieren, sondern die einen geringeren Gefrierpunkt haben. Das heißt, wo es viel kälter sein muss, damit das Ganze gefriert. Und wie viel kälter, das kann man hiermit tatsächlich dann messen. Das liegt daran, dass die Man hat zum Beispiel Ethanol oder Glycerin, da gibt es halt tatsächlich verschiedene Mittel, die man dafür verwenden kann. Und die verändern natürlich nicht nur den Gefrierpunkt, sondern auch die Dichte. Und das Ding hier, man sieht das so ein bisschen, das kann hier drin schwimmen. Und wenn ich hier die Flüssigkeit hier praktisch mit dieser Pumpe hier hereinsauge, dann schwimmt das hier drin und je nachdem, wie weit das sozusagen, je nachdem wie die Dichte der Flüssigkeit ist, sinkt das entsprechend ein und dann kann ich direkt ablesen, bis wann das sozusagen gefriert. Und das ist im Prinzip das Prinzip, was hier hinter diesem Teil steckt. Ich würde sagen, probieren wir das Ganze gleich mal aus. Hier habe ich das für den Sommer. Ja, das sind halt die Bläschen, sind halt ein bisschen blöd. Das ist tatsächlich hier bei 0 Grad so ungefähr. So, und wenn ich jetzt gucke, sind wir bei etwa minus 10 Grad. Wie man sehen kann, habe ich das Sommermittel einfach mal durch klares Wasser ersetzt, um vielleicht das Ganze ein bisschen deutlicher zu machen.
So, und wenn ich das jetzt mir angucke, das ist ziemlich genau bei 0 Grad. Ja, wie gesagt, im Sommermittel können natürlich auch Zusätze dabei sein, die frostschutzmäßig wirken, aber ist nicht die Intention. Da geht es ums Insektenlösen. Und bei klarem Wasser habe ich das natürlich sehr deutlich, die 0 Grad, dann habe ich auch nicht das Problem jetzt mit den Bläschen. So, und jetzt versuche ich nochmal ganz vorsichtig ohne Bläschen. Und hier sieht man, ist das bei minus 10 Grad. Also, das ist ein schönes Beispiel für ganz viel Physik. Veränderung des Gefrierpunktes bzw. der Dichte durch das Mischen von Flüssigkeiten. Hier habe ich Messen der Dichte mit Hilfe dieses Schwimmers hier, also sprich mit Hilfe des Auftriebs. Der Auftrieb ändert sich nämlich und dadurch taucht das halt unterschiedlich stark ein. Die Flüssigkeit bekomme ich dadurch, wenn ich hier oben drücke und dann loslasse, vergrößert sich das Volumen und dadurch drückt sozusagen der Luftdruck von außen die Flüssigkeit hier in dieses Messröhrchen hinein. Also ganz viel Physik an so einem scheinbar so einfachen Messgerät. Sehr interessante Geschichte, was dieser Frostschutzprüfer ja sozusagen bietet. Vielleicht noch ein kleiner Tipp. Wenn man auf Winde umsteigt, dran denken, dass natürlich in den Rohren bzw. in den Schläuchen bzw. Düsen noch Flüssigkeit drin ist, vom Sommer vielleicht, wo kein Frostschutz drin ist. Das heißt, unbedingt ein bisschen durchspülen. Dann kann man sich auch sicher sein, dass es nicht einfrieren wird. Und es gibt natürlich auch, wenn man das einkauft, der Frostschutz erst normalerweise steht das draußen drauf, bis wie viel Grad das geht, und dann braucht man das nicht unbedingt. Ja, wenn das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, ein Abo oder so dalassen und vielleicht dann bis zum nächsten Mal.